einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin hier in Koblenz. Bin schon ein bisschen mit dem Skateboard gefahren, weil ich habe am Oberwerth geparkt und ich habe hier einen Termin beim Arzt, um dann die 3 Euro zu sparen oder was auch immer, was da den Parkhaus kostet, um ein bisschen Sport zu treiben. Habe ich halt schon mit dem Skateboard mit und fahre damit schön wieder ein bisschen entlang. Ein bisschen bin ich außer Atem, aber das ist ja kein Wunder. Hab gut Gas gegeben mit dem Ding hier. Ja Leute, nochmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier auf meinem Kanal aktiv seid. Meine Videos guckt, das freut mich sehr. Also ich bin damit sehr zufrieden, weil das ist echt geil, wenn man sieht, wenn man 8 Stunden daran schneidet an so einem Video und die Leute gucken das über 100-fach. Also das ist schon sehr geil, das freut mich sehr, das ist unbeschreiblich, wenn ich über 100 komme. Und 150, 200, das ist schon sehr geil. Ich gucke immer bei anderen YouTuber zweimal die Videos, also vielleicht als kleiner Tipp. Und ich lasse mal die Playlist durchlaufen. So Leute, angekommen in der Altstadt. Ja, es ist nicht mehr so weit bis dahin. Und ich würde sagen, drückt mir die Daumen. Aber so schlimm kann es nicht sein. Von daher drückt trotzdem mal die Daumen. Trotzdem nochmal vielen Dank an Valentin Teufel für deinen netten Kommentar. Da du dir so viel Sorgen machst, das ist echt krass. Also wenn du mal was hast, auf jeden Fall bin ich da. Wenn du mal was brauchst oder irgendwas ist. Aber trotzdem, geiler Kommentar von dir. So, ich geh jetzt rein. Dann schauen wir mal. So Leute, ich bin fertig, muss aber morgen noch mehr hin. Das heißt, morgen nochmal 45 Minuten hinfahren und hinlaufen. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Ich weiß nicht, was der noch machen will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll ich mir mal die Handschuhe besorgen mit innen Stoff drin. Die werde ich mir dann holen. Dann muss ich morgen noch mehr hin. Naja, fahren wir nochmal hin, dann morgen noch mehr hin. Dann hol ich euch wieder mit. Aber ist ja geil, da kann ich morgen nochmal ein Video machen. Von daher. Ja, wo gehen wir da jetzt rüber? Hier sind wir übrigens am Görresplatz und dahinter der Brunne, da seht ihr die ganze Stadtgeschichte von Koblenz. Ich will, wir stehen jetzt einfach mal ab. Dann würde ich sagen, gehen wir durch die Altstadt hinein durch, dann wieder zurück ans Auto und dann tue ich halt Video schneiden. Mal gucken, was wir sonst noch erleben. Ja, wo wir schon mal hier sind, kann ich schon mal erzählen. Hier haben wir damals die Meisterfeier gemacht. Oder Aufstiegsparty war das mit der TUS. Da war Hochsommer, haben alle drin gebadet. Und dahinter ist der Meisterbalkon. Auf jeden Fall war das eine geile Siegesfeier hier. Sehr geil. Am Schengelbrunnen und im Hintergrund hört er eine schön singen, dann habe ich direkt mein Euro rein geschmissen. Ich denke, das ist es wert, auf jeden Fall. Der ist so geil am Singen. Zumal mit der Gitarre, richtig geil. Die Euro hat er sich verdient, auf jeden Fall. Weiter so, weiter so. Ja Leute, was machen wir da heute noch? Keine Ahnung. Ich fahre mal ins Schloss. Also mit dem Skateboard herumfahren ist ja schon absolut geil. Nicht wundern, ich habe da große Stativ dabei.
Da kann ich euch gleich mal am Schloss zeigen. Und die große, fette, dicke Kamera. Aber das lohnt sich gar nicht auszupacken. Weil das große Stativ und das Skateboard alles in Hand mit der dicken, fetten Kamera, das ist ein bisschen zu viel. Aber ich hab da einfach mal ein Video holen. Man weiß ja nie, gell? Aber mir macht das gerade hier voll mega Spaß, ey. Voll mega Spaß. Mir macht das voll mega Spaß. Moin, nochmal hier hin, nochmal ein Video machen. Schauen wir mal, ey. Die Sonne kommt jetzt raus. Ist angenehm. Ich hoffe, das Video von Wien Wiesbaden hat euch gefallen. Habt auch weiter geteilt. Ich kann das ja nicht leider überall teilen. Bin ja nicht überall angemeldet. So, ich würde sagen, wir gehen mal da runter ans Schloss. Chillen wir uns da noch ein bisschen hin. Keine Ahnung, was wir noch machen sollen, ey. Ich fällt das eigentlich nichts mehr ein. Noch ein Kaffee trinken, das wäre noch eine Idee. Kann noch was finden. Schauen wir mal. Alter, hätte ich Bock drauf, ein schönes Käffchen. Will mir mal ein Longboard holen, ey, für weitere Strecken zu fahren. Ey. Aber für eine Stadt ist das hier optimal, das Ding. Läuft wie eine Eins. Wie ein Blitz. Hallo. Immer schön zurückwinken. So, dann fahren wir über die Ampel und dann geht ab. So Leute, da bin ich auch schon wieder da. Nee, kleiner Spaß. Ja, schön, da oben sind ziemlich schön da hin, warte. Ja, wir sind jetzt im Schloss, in Koblenz. Aber ich brauche unbedingt noch einen Kaffee. Ich muss überlegen, die große Kamera rauszuholen. Ich muss noch ein Geburtstagsvideo drehen, das habe ich jetzt noch nicht gedreht. So Leute, ich habe den Geburtstagsgruß aufgenommen. Ich hoffe, der gefällt euch. Natürlich den Björn und den Marcel ganz besonders. Den anderen natürlich auch. Könnt ihr dann mal einen Daumen nach oben geben. Also ich finde das sehr geil, mit dem Geburtstagsgruß hier am Schloss zu machen. Das ist eine richtig geile Location. Und ich wünsche euch alles Gute nochmal zum Geburtstag. Ja, ich will jetzt Kaffee trinken. Viel mache ich aber nicht mehr, sonst wird das Video zu lang. Und dann ist das wieder so ein Problem zu schneiden. Weil die langen Videos, da habe ich sehr Respekt vor. So Leute, schon mal jetzt Kaffee hier, also, lass ich mir jetzt schmecken. So Leute, da hattet mich wieder an die Rhein gezogen. Hier sind ja wesentlich schöner zu fahren und frischere Luft auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt mal den Kaffee reingezogen. Natürlich nicht zum Mithole, da ist zu viel Plastik dran. Weil das habe ich schon beim Max Green abgeguckt. Also der muss sagen, sein Kanal, der ist da in der Sache sehr, sehr geil. Mit Nachhaltigkeit und so. Könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Max Green heißt der auf YouTube. Und schöne Grüße an dich. Weil zum Kaffee to go, ihr wisst, viel Müll. Alles für den Arsch. Da kann man schon mal 5 Minuten, 10 Minuten in den Kaffee setzen, da trinkt man den und dann ist das Ding auch erledigt. Man muss nicht hier unnötig Müll produzieren, davon haben wir schon genug. Zumal landet das alles hier im schönen Rhein und dann natürlich noch schöne Nordsee und überall in der Weltmeere. Das muss ja alles nicht sein. Also die 10 Minuten, die 5 Minuten kann man sich Zeit holen, dann setzt man sich einen Kaffee und schlürft den Kaffee leer und dann ist das gut. Also hat auf jeden Fall gut geschmeckt, 1,80 habe ich dafür bezahlt. War nicht teuer, war voll in Ordnung, also guter Preis. Ich wollte ja im Kaffee eure Kommentare lesen, aber mein Handy schafft das alles gar nicht mehr. Das ist das Samsung Galaxy S2. Uralt, kennt keine Sau mehr. Schon jetzt auch die ganzen Verträge gekündigt, weil das sind etwa so, wie viel war das? 50 Euro, knapp 50 Euro im Monat, die ich bezahle mit 2 Karten. Eine ist 1 GB, die andere hat 500 MB. Zweite Karte für ein Tablet damals gewesen. Für den Fall, wenn das jetzt alles gekündigt, habt ihr schon den Auftrag erteilt. Und das Geld spare ich mir mal lieber und tue das dann in meinen YouTube-Kanal reinstecken. Weil da will ich im Sommer, wenn das alles so passt, bin schon 2-3 Jahre am Sparen, eine Drohne holen. Die kostet etwa 800-900 Euro. Weil bei Live2Go und überall, wenn man so Urlaubsvideos guckt, was die für wunderschöne Drohnenaufnahmen machen, das ist einmalig. Zumal hat das fast schon jeder auf YouTube und das ist schon fast Standard, also fast, gell. Also ich will mir da auf jeden Fall eine holen dieses Jahr. Und ich denke, das wertet meinen Kanal ein bisschen mehr auf. Kostet natürlich auch, aber ich habe 3 Jahre dran gespart, jetzt habe ich einen Handyvertrag gekündigt. Da tut man dann im Monat 50 Euro sparen. Das ist auch schon mal eine gute Sache, würde ich mal so sagen. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ja mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist der Support-Bereich. Vielleicht kommt die eine oder andere Spende rüber. Eine kam mir schon aus Offenbach. 30 Euro, da muss ich echt mal sagen, vielen Dank an Valentin Teufel.
Vielleicht geht dein Geld dann da rein. Bis jetzt habe ich das alles gespart. Kameratechnisch bin ich jetzt gut aufgestellt. Im Moment bin ich hier mit der Legria den ganzen Tag am Film. Die große habe ich nicht ausgepackt. Kann euch aber gleich mal mein Kamerastativ zeigen. Ich blende euch das am besten jetzt mal ein. Nehmt das jetzt auf und dann blende ich euch das mal ein. Das gab es damals sehr runtergesetzt. Für 144 oder 145 Euro. Also sehr runtergesetzt. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier das Video. Vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid. Vielen Dank für die Aufrufe und alles, weil das ist ja echt eine YouTube-Währung, sage ich jetzt mal so. Mit der Abonnentenzahl müssen wir mal gucken, ob da sich noch was tut dieses Jahr. Ist mir aber jetzt nicht so wichtig. Ist zwar schon schön, wenn das hochgeht. Dann haben wir auf jeden Fall die richtigen Leute erreicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht seid ihr ja morgen dann wieder dabei. Schaltet ein, guckt meine anderen Videos. Ich verlinke euch das alles in der Endcard. Da könnt ihr mal ein bisschen dranbleiben. Weil da ist dann ein empfohlenes Video für euch. Keine Ahnung, was ihr so sucht und guckt. Da könnt ihr dann mal reingucken, was euch dann da empfohlen wird. Ja, eigentlich würde ich gerne noch weiter filmen, aber das Video wird mir echt zu lang, weil ich bin gerade so geil drauf. Schön lecker Kaffee geballert und jetzt ist man so richtig gut drauf. Wäre schön, wenn ihr die Videos dann teilen würdet, je nachdem, wo sie denn hingehören. Nach Köln, nach Wiesbaden, nach Lotte und wo wir sonst überall rumfliegen. Und ich freue mich auf nächstes Mal auf die TUS mal wieder. Das wird, wenn ich echt mal Zeit am Müllerinsel kommen. Irgendwie vermisst man das ein bisschen. Bin froh, wenn da mal wieder losgeht. Sind ja alle fleißig am Trainieren. Vielleicht gehst du noch an den Oberwert. An das Mama Moi. Ich muss mal gucken, wann Training ist. Vielleicht schaffen wir das morgen zum Training zu gehen. Wäre echt eine Idee. Ja, nochmal dann. Vielen liebe Grüße von mir hier aus Koblenz, vom Rhein. Macht gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao.